Hallo liebe Vorgamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge in diesem Projekt. Wir spielen Strategic Command D-Day to Berlin. Ja, die vorletzte Folge ist erreicht. Das ist tatsächlich der letzte reguläre Zug in diesem Spiel und wir werden diesen Zug jetzt auch nochmal ordentlich und ganz gewissenhaft durchführen, so wie sich das auch gehört. Ja, und danach wird es eine letzte Folge geben, in der ich einige Statistiken präsentieren werde. Ich werde mir nochmal so einige Gedanken zu dem Spiel selbst machen, so ein bisschen resümieren, was ist gut gelaufen und was war schlecht. Und ich denke, damit kriegen wir dann auch ein ordentliches und würdiges Ende für diese Partie hin. Wir haben mittlerweile den 16. April 1946 erreicht und wir sind gut unterwegs. Wir werden diese Folge ausnahmsweise mal im Osten beginnen und die Züge in Italien ganz zum Ende der Partie durchführen. Ich habe bereits alle Unterstellungen überprüft und entsprechend reorganisiert und wir werden uns als allererstes einmal um den Kessel kümmern und danach um unsere Frontlinie in Richtung Osten. Wir haben mit der Ari schöne Angriffe auf die Armee in der Ortschaft frei und schauen mal, wie das Ganze so an dieser Stelle läuft. Und es läuft gleich von Anfang an besser als gedacht. Wir schießen die Armee einfach heraus. Ja, dann bekommen wir als nächstes schöne Angriffe auf das Korps hin. Und es verschiebt sich. Dann können wir an dieser Stelle auch schon mal nachsetzen. Ja, es ist fast egal mit welcher Einheit. Doch, wir nehmen die südliche Einheit. Mit der schlagen wir als erstes einmal zu. Und nehmen damit die sowjetische Armee aus dem Spiel. Gut, dann gab es Fallschirmjägerlandung hier bei Ternopil. Die KI ist nochmal sehr offensiv unterwegs. Und wir haben auch bei der Heeresgruppe Nord so einige Probleme, denn die Frontlinie ist hier doch extrem lang gezogen. Wir müssen auf jeden Fall Verstärkungen in Richtung Norden verlegen. Deswegen werden wir ausnahmsweise schon mal ein bisschen Platz schaffen, indem wir dieses Korps aus Daugavpils herausziehen und in die Festung unsere Panzerabwehr hineinverlegen. Sehr schön. Die Panzerabwehr hat auch eine vernünftige Kontrollzone, sodass wir hier die Bewegung der Server jetzt ein wenig erschweren. Damit haben wir Platz für unseren schweren Panzer geschaffen, der jetzt auch hoffentlich die Fallschirmjäger aus Ternopil herausschießen wird. Ja, die Angriffe laufen gut, ohne eigene Verluste soweit. Und das bleibt auch so, wir können die Ortschaft zurückerobern. Ja, dann kümmern wir uns weiter um den Kessel und bringen auch schon mal gleich dieses Korps in eine entsprechende Position. Ja, so schöne Angriffe bekommt es noch nicht zustande. Wir setzen mal mit der Armee nach. Das gegnerische Korps ist auf 4 herunter. Ja, dann schaffen wir doch ein wenig Platz und ziehen unsere nächste Armee hinterher, die vielleicht das Korps aus dem Spiel nehmen können. Nee, so ganz reicht es nicht. Wir müssen hier nochmal nachsetzen. So schön sind die Angriffe aber nicht. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Fall für unsere Luftwaffe. Schauen wir mal, was wir hier unten im südlichen Bereich noch erreichen. Ja, die motorisierte Infanterie kann auf jeden Fall mal nachsetzen. Ah, das sieht schon mal gut aus. Ja, einen Treffer kann man hinnehmen, das ist okay. Und wir rücken mal nach. Ja, dann werden wir als nächstes einmal die Armee behaken. Ja, sie ist auch schon auf 2 herunter. Wir könnten mit dem Korps nachsetzen, aber ich möchte an dieser Stelle doch eher unsere Luftwaffe verwenden. Vielleicht müssen wir die Korps nämlich noch irgendwie hier in der Frontlinie einbauen. Da versuchen wir es erstmal mit unseren Bombern. Wir setzen mal diese beiden Jagdflugzeuge in den Modus automatisch, sodass sie dann Eskorte fliegen kann. Und ja, hier kriegen wir sogar 0-2er Angriff hin. Das probieren wir mal. Abfangjäger steigen auf, die Eskorten ebenso. Wir machen Schaden beim Gegner und schalten mit diesem Angriff die feindliche Einheit aus. Sehr schön. Was bekommen wir mit diesem mittleren Bomber hin? 0-1 Angriff. Der könnte aber vielleicht mal auf den Jäger fliegen. Das ist nochmal eine schöne Option. Wir werden daher
doch mal unsere Stuka verwenden. Hier bekommen wir auch einen 0-2er Angriff hin. Das sieht ordentlich aus. Es fliegen erneut Abfangjäger und Eskorten. Ja, der gegnerische Jäger nimmt ordentlich Schaden. Und wir können damit auch den Kessel komplett räumen. Sehr schön. Zurück in den Modus Boden. Ja. Gut, damit haben wir unser erstes Teilziel erfolgreich gelöst. Ich schaue mir jetzt als nächstes einmal unseren Frontverlauf in Richtung Osten an. Beziehungsweise eine Bewegung können wir schon machen. Wir bringen auf jeden Fall das Hauptquartier weiter in Richtung Süden. Denn wir haben ein Unterstellungsproblem mit dieser Armee, was wir auf diesem Wege dann auch lösen können. Ja, und somit haben wir vernünftige Unterstellungen überall hinbekommen. Und ich mache mir, wie gesagt, als nächstes einmal Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und weiter geht's. Wir werden zunächst nochmal unsere Luftwaffe einsetzen. Denn wir bekommen sehr schöne Angriffe auf diese Fallschirmjäger hin. Wir verwenden zunächst einmal unsere mittleren Bomber. Abfangjäger steigen auf, Eskorten fliegen mit. Es gibt Schaden, ordentlich Schaden beim gegnerischen Jäger nochmal. Wow, und wir können immerhin 3 Schadenspunkte bei den Fallis machen, das ist eine Menge. Wir setzen natürlich mit dem Stuka nochmal hinterher. Ja, der saß auch nochmal, sehr schön. Gut, zurück in den Modus Boden. Gut. Ja, dann haben wir doch ein relativ großes Wuling an Einheiten hier. Ich muss mal schauen, wie wir das alles vernünftig auflösen. Also, was wollen wir tun? Wir werden als erstes nochmal die vorgezogenen gegnerischen Panzer bekämpfen, um damit die Angriffsfähigkeit unseres Gegners weiter zu reduzieren. Und danach aber auch versuchen, unsere eigenen Panzerkräfte etwas weiter in den rückwärtigen Raum zu verlegen, so dass man sie dann in einer nächsten Runde, die es ja nicht mehr gibt, aber ja, wenn sie denn käme, so dass man sie in einer möglichen nächsten Runde hier verstärken könnte, um erneut an Kampfkraft zu gewinnen. Und wir werden dann die freigezogenen Felder mit Infanterieeinheiten besetzen, um eben einen Abwehrgürtel für unsere Panzerkräfte zu schaffen. Gut, gesagt, getan. Wir greifen als allererstes einmal den schweren Panzer an. Verteidigung durch Ari, das war klar. Aber wir teilen gut aus und wir setzen auf jeden Fall mit diesem Panzer nochmal nach. Die Ari schießt erneut. Ja, damit ist der Panzer ziemlich weit herunter. Der gegnerische Panzer, aber auch unser Panzer hat sehr stark gelitten. Wir ziehen ihn schon mal zurück in den rückwärtigen Raum. Gut, dann schießen wir nochmal mit der Maus auf den schweren Panzer. Und die Ari schießt nochmal. Ja, die hatte sich voll geladen mit 3 möglichen Schüssen, ja. Und wir kriegen den schweren Panzer der Sowjets aus dem Spiel. Dann setzen wir nochmal in Richtung Süden nach. Ja, das war auch nochmal ein schöner Treffer. Und wir müssen mal so ein bisschen Platz schaffen, dass wir auch mit den Einheiten in den rückwärtigen Raum hineinkommen. Ja. Den Panzerjäger bringen wir mal hier unten hin. Da steht er ganz gut. So, wir fahren. Wie viele Bewegungspunkte hat die Maus? Wir können noch einen fahren. Nochmal den Panzer des Gegners behaken. Ja, so sieht's gut aus. Und wir ziehen uns dann noch ein Feld zurück. Gut, dann rücken wir mit, wie gesagt, mit Infanteriekräften auf. Beziehungsweise, ja doch, wir rücken mit der Infanterie auf. Stehen somit ganz ordentlich. Haben hier eine 10er-Einheit. Hier wäre es ja ganz schön, wenn man irgendwie noch die Armee hinbekäme, die wir hier haben. Wir können mit diesem Korps in Richtung Norden abdecken. Bringen die schwächere Einheit besser dahin. So, haben hier nochmal eine 10er-Einheit. 1899. Holen die Armee hinterher, tauschen uns hier durch. Ups. So, komm du dahin. Sehr schön. Ja, und somit haben wir doch eine sehr schöne Verteidigungslinie hier aufgebaut. Die Score bekommen wir leider nicht verstärkt, aber es steht ja relativ weit hinten
dürfte damit auch relativ geschützt und sicher sein. Wir bekommen auch den schweren Panzer nicht in die Stadt Proskurow hineingezogen. Da stehen wir hier ganz ordentlich. Wir rücken noch ein bisschen weiter nach hinten durch und haben mit so, ja, und haben damit im Prinzip alle schweren Einheiten gut positioniert, dass wir dann hier auch vernünftig nachlegen können. Gut, was können wir verstärken? Die sind alle geflogen, hier geht nichts mehr. Ja, das ist alles soweit durch. Aber die Einheit wird verstärkt. Ich habe das Gefühl, dass wir unseren schweren Gustav eher im Bereich der Heeresgruppe Nord benötigen. Den verlegen wir mal in die Richtung. Hiermit können wir uns nicht bewegen. Wir können aber auf jeden Fall noch die Stadt einnehmen. Das sollten wir tun. Hier kommen wir nicht weg. Hier können wir einfach mal so ein bisschen aufrücken. Verwenden dieses Korps, um das Feld nochmal einzunehmen. Schließen uns so ein bisschen an. Ja, und ich denke, so stehen wir doch relativ ordentlich und konzentriert hier. Die Versorgung müsste auch recht ordentlich sein. Hier vorne ist so ein bisschen schwach, aber die entscheidenden Einheiten wären dann alle wirklich gut versorgt, sodass wir hier in der nächsten Runde einen Haufen an MPP ausgeben können. Ja, und dann machen wir uns mal an die Linie weiter in Richtung Süden. Hier nehmen wir auf jeden Fall den Angriff für den auf den Panzer mit. Die Einheit ist schon relativ herunter, wir verstärken uns. Das macht mehr Sinn. So stehen wir auch hier in einer ordentlichen 10er-Riege. 8, 9 ist auch okay. So, was kriegen wir mit der Armee hin? 1-4er Angriff auf die gegnerische Armee. Wir behaken jetzt bevorzugt natürlich die kampfkräftigen Einheiten, also auch die Armeen, die gehören ja ebenfalls dazu. Hier bekommen wir noch einen 0-3er Angriff hin, den nehmen wir auch mit. Und man könnte alternativ sogar jetzt auch das Korps noch in die Frontlinie hineinbringen, aber nee, das sind ja doch eher Felder, wo man ja doch gut behagt werden kann von den Sowjets, jeweils hier von drei Seiten aus. Die sollten wir mit Armeen besetzen. Hier unten verstärken wir uns selbstverständlich. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwie hier auf die motorisierte Infanterie sauber operieren können. Wir schießen mal in die Richtung, nehmen einen Schaden, okay. Und können hier einen 1-1er, der ist jetzt nicht ganz so schön. Dann doch eher einen 1-1er mit dem Chor. Und der Gegner zieht sich zurück, ja. Dann können wir auch den Panzer nach vorne werfen. Das machen wir auch. Und hier bieten sich tatsächlich nochmal Angriffe auf das Chor an. Der 1-2er Angriff hier auf die Stoßarmee, weiß ich nicht. Ich möchte den Panzer nicht jetzt allzu sehr beschädigen. Dann nehmen wir dann doch eher die einfacheren Angriffe mal mit. Und die Einheit zieht sich zurück. Hier nehmen wir noch den 0-2er Angriff mit. Ja, geht nicht ganz so gut aus. 1-1 machen wir nicht. Und die Einheit könnte sich verstärken. Ja. So. Wie ist die Versorgung jetzt hier unten? 6, 6, 6, 7, das ist gut. Dann kann, wie gesagt, man, die kann hier stehen bleiben. Die müssen wir jetzt nicht zwingend bewegen. Obwohl, wenn wir sie auf eine Eisenbahnlinie bringen, kann nicht schaden. Hätten wir in der theoretischen nächsten Runde etwas mehr Mobilität und auch die Kavallerie auf eine Eisenbahn zu bringen, macht Sinn. Ziehen Sie sogar noch ein Feld weiter und würden damit auch noch diese Einheit sinnvoll auf eine Eisenbahnlinie bekommen. Ja, 6, 7, 7, 7, 8, 7 passt. 1-1-Angriff, nee. Somit haben wir auch den Feindkontakt gebrochen. Der Gegner muss jetzt ein bisschen aufwendiger nachrücken. Ja, wir haben hier im rückwärtigen Raum noch einen starken Panzer wahrscheinlich stehen. Aber ja, auch dieser Panzer ist schon wieder relativ weit herunter. Ich frage mich, ob man sogar wirklich nochmal den Kontakt an dieser Stelle brechen sollte.
Denn der Panzerzug kann auch vorziehen und hier nochmal die Armee behaken. Da ziehen wir uns tatsächlich nochmal ein Feld zurück. Damit ist diese Einheit etwas exponierter, aber ich denke, sie wird auf jeden Fall aushalten. Joa. Gut, dann sind wir soweit mit der Heeresgruppe Süd durch und ich mache mir jetzt als nächstes nochmal Gedanken zur Heeresgruppe Nord. Wir sehen uns gleich wieder. So, und weiter geht's. Ich habe ja gesagt, dass wir diese Partie ordentlich zu Ende spielen und dabei ist mir aufgefallen, dass dieser schwere Panzer eine schlechte Versorgung hat. Er steht in einer Fünferversorgung, sodass wir ihn eben nicht auf die volle Stärke bekämen. Daher ziehen wir ihn doch nochmal ein Feld zurück und hier ist er dann auch vernünftig versorgt, sodass er entsprechend verstärkt werden kann. Und wir haben tatsächlich noch einen 0-1er Angriff auf die Score frei. Das nehmen wir mit, geht aber ereignislos aus. Gut, dann kommen wir zum schwierigen Teil, die Heeresgruppe Nord. Ja, also hier steht jetzt auch eine erhebliche Anzahl von Einheiten vor unserer Linie. Ich würde sagen, so rein numerisch haben wir ungefähr einen Gleichstand erreicht. Sieht relativ unangenehm aus. Ja, wir werden aber doch noch keine große Absetzbewegung einleiten, sondern erstmal versuchen, weiter unsere Linie hier zu halten. Und wir schießen nochmal auf die Fallschirmjäger hier unten. Die haben wir ja schon so schön mit unseren Flugzeugen behakt, aber einen 1-0er-Angriff, den machen wir nicht. Verstärken ist immer sinnvoll. Der Panzerzug zieht mal an den gegnerischen Panzer heran. Ja, 0-2, das kann man gut mitmachen. Ja. Und wir sollten so ein bisschen Platz schaffen. Also unser Hauptquartier in Vilnius steht doch recht exponiert da. Das bewegen wir doch mal ein Stück weit zurück. Besetzen die Stadt mit unserem Panzerzug und werfen diese Einheit in Richtung Norden. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt auch den Panzer aus dem Spiel nehmen. Jawohl, ein Schuss, ein Treffer. Wow, zwei Schadenspunkte bei uns. Das tut auch schon weh. Wir setzen nochmal nach. Ja. Und verlängern hier unsere Frontlinie. Ich hoffe mal, dass das erstmal noch hält, dass der Gegner hier also keine tiefen Einbrüche in unsere Linie hineinbekommt. Bin da aber erstmal ganz guter Dinge. Ja. Auch hier haben wir Kavallerieeinheiten vor unserer Linie stehen. Die sind ja relativ beweglich. Diese Einheit hat immerhin vier Aktionspunkte. Kommt also relativ weit in die Tiefe vorgestoßen. Und wir können das hier jetzt auch nicht so wirklich dicht machen. Deswegen bewegen wir doch mal die Armee ein Stück weit zurück. Also was haben wir denn hier? 1, 2. Wenn wir eine Kontrollzone haben, 3. Dann geht es nicht weiter. Ja, wir ziehen uns hier zurück. Wenn der Gegner vorstößt, muss er durch die Sumpffelder durchziehen. Und diese Armee erschwert dann den Vormarsch über die Kontrollzonen. Und tatsächlich müsste man in einer hypothetischen weiteren Runde doch Einheiten in den Norden verschieben. Die haben wir hier unten ja auch schon ein Stück weit bereitgestellt. Das wird allmählich sehr, sehr dünn, was wir hier haben. Wir bringen mal die Ari auch ein Stückchen zur Seite. Ja, und lassen uns natürlich diese Angriffe mit dem Panzer nicht entgehen. Und der Gegner zieht sich zurück, okay. Hier können wir uns nicht verstärken. Riga steht. Ein 5-1er-Angriff wäre, glaube ich, eine ziemliche Selbstmordaktion. Nein, das machen wir nicht. Gut, dann bleiben wir so stehen. Hier oben können wir so ein bisschen mit den Einheiten durchtauschen, uns wie gewohnt verstärken. Die Einheit geht nicht. Nein, und dann stehen wir aber auch solide in unserer Verteidigungslinie. Die Garnison nehmen wir natürlich noch mit, dürfen wir nicht vergessen. Ja, und in Richtung Norden passt es wie gewohnt. Ja, damit sind wir im Osten soweit durch. Ich werde das nochmal in Ruhe überprüfen, ob wir irgendwo noch eine schöne Angriffsmöglichkeit übersehen haben. Aber im Prinzip kommen wir dann auch schon in Richtung Westen. Und ich mache mir auch hierzu nochmal ganz in Ruhe so meine Gedanken. Bis gleich. Ja, und tatsächlich haben wir einen Angriff vergessen. Wir haben hier nämlich noch einen 0-1er-Angriff frei, den nehmen wir auch mit. Der geht auch gut aus, ja. Aber jetzt kommen wir doch endgültig in Richtung Westen. Wir werden zum allerletzten Mal unseren Angriff auf London fliegen. Und machen leider nur noch einen Schadenspunkt, aber das ist an dieser Stelle auch mal okay. Gut, die nächste Invasion rollt an. Die Amis sind hier
in diesem Küstenfeld gelandet. Ja, und da müssen wir mal schauen, dass wir diese ersten Ansätze doch möglichst gut unterdrücken. Wir verlegen dafür einmal diese Armee in die Richtung der Amis, kommen in diesem Feld zu stehen, können uns hier austauschen und damit auch das Korps wieder auf die volle Stärke bringen und kriegen hier einen sehr schönen 1-5er-Angriff hin. Ja, klasse. Und geht sogar zu 0 für uns aus. Besser kann es nicht laufen. Auch das Korps behaken wir weiter. Ja, und dadurch haben wir jetzt leider so ein bisschen eine Frontlücke geschaffen, beziehungsweise eine Küstenlücke. Eine komplett neue Wortschöpfung. Und diese Lücke decken wir durch das Verlegen der Garnison in dieses Feld hinein. Aber auch hier wird es ein bisschen dünn, wenn also jetzt die Alliierten weiter nachziehen, auch nochmal zielgerichtet einzelne Garnisonen bombardieren, dann wird es sehr schnell sehr dünn an dieser Stelle. Gut, aber ansonsten stehen wir erstmal. Und wir kommen in Richtung Italien. Und hier wird es jetzt nochmal sehr spannend. Gelingt es uns, Rom zu erobern oder nicht? Und das schaue ich mir doch tatsächlich nochmal gerade in Ruhe an, weil ich das auf jeden Fall noch erreichen möchte. Bis gleich. Ja, und weiter geht's. Wir können in Süditalien nicht ganz so viel tun, da wir mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie die KI die ganze Partie über auch. Unsere Angriffswerte auf die gegnerischen Einheiten sind, ja, gelinde gesagt, gruselig. Ja, und insofern werden wir an dieser Stelle jetzt auch auf Angriffe verzichten, uns noch ein wenig verstärken. Aber ansonsten bleiben wir so in den Stellungen stehen. Die Flak gibt auch ordentlich Feuerschutz. Wir können allerdings doch weiter in Richtung Sizilien vorrücken. Das machen wir auch. 0-1er Angriff kann man mitnehmen. Der geht nicht so gut aus. Das nächste Korps hat auch noch einen 0-1er Angriff frei. Ja, so kommen wir gut auf Sizilien voran. Die Versorgung wäre auch ganz gut. Das heißt, in der nächsten Runde würde man dann normalerweise auch Syrakus erobern. Ja, das bringt uns jetzt zum Zentrum des Geschehens. Wir haben ein amerikanisches Korps in Rom stehen. Es ist nach wie vor mit 4 von 6 Punkten verschanzt. Also müssen wir als allererstes einmal die Verschanzung herunterschießen. Dann können wir aufrücken in Richtung Bomber. Die Score kommt hinterher. Setzt nach. Ja, wir können sogar einen Treffer erzielen ohne eigene Verluste. Sehr schön. Und die Verschanzung ist herunter auf 1 von 6. Dann darf unser Panzer als nächstes aktiv werden. 0-3 ist schon mal ein schöner Angriff. Ja, funktioniert gut. Und wir rücken dann auch weiter in Richtung der gegnerischen Flugzeuge auf und ziehen unsere nächste Panzereinheit hinterher. Nur Dreier Angriff. Ja, ein Punkt bleibt stehen, aber den sollten wir jetzt auch wegmachen. Sehr schön. Und damit können wir in Rom einmarschieren und die ewige Stadt wieder in Besitz nehmen. Sehr gut. Denke, die Flak steht hier unten ganz gut, kann dann also Feuerschutz für alle möglichen Einheiten leisten. Wir verstärken noch die Armee. 04er Angriff kann man ebenfalls mitnehmen. Ja, und die Flak kann auch noch ein Stückchen aufrücken. So, das sieht doch alles in allem ordentlich aus. Ja. Ich freue mich doch sehr, dass uns dieser finale Abschluss hier in Italien noch gut gelungen ist. Ein würdiges Ergebnis für eine sehr lange und doch sehr erfolgreiche Partie, muss ich sagen. Das passt sehr schön. Gut, wir verfügen noch über 694 MPP, kaufen tatsächlich nochmal Einheiten. Man würde also eine Garnison nachkaufen, die man verbilligt erhalten kann. Und sicherlich auch nochmal die verbilligte mechanisierte Einheit mit den vollen Upgrades. Kaufen wir auch. Und ja, somit bleiben 460 MPP übrig. Ja. Und die würde man dann wirklich mit in die nächste Runde nehmen, um die umfangreichen Verstärkungen unserer Panzerkräfte im Bereich der Heeresgruppe Süd durchführen zu können. Ja, damit sind wir aber auch soweit durch. Und wir drücken last but not least und zum allerletzten Mal, denke ich, so ziemlich auf den roten Knopf. Achsenmächte befreien Italien.
die üblichen Überfallangriffe. Es gibt Einkommen 831 MPP und 71 MPP für Italien. Hm. Sind die Italiener damit wieder im Spiel? Gut, und die Uhr dreht und es gibt nochmal einen KI-Zug mit den Angriffen der KI. Wie gewohnt geht das Ganze mit den Luftangriffen los und dann kommen auch gleich die Küstenbombardierungen. Was? Sie verstärkt die Flugzeuge in der vordersten Frontlinie? Das halte ich aber mal für optimistisch. Ja, und die KI hat schlechtes Wetter. Besser kann es für uns gar nicht laufen. Dann kann sie nämlich ihre Durchtauschaktion bei den Angriffen nicht so schön durchführen. Das Wetter dürfte sie stark behindern. Strategische Bombardierung setzen ein. Entschuldig bitte. Hm? Die Einheit steht wirklich so ein bisschen schlecht da, die Slowaken sind's. Die hatten wir auch leider keinem Hauptquartier mehr unterstellen können. Das Pfeifen der Stukas beginnt. Stimmt, mit dem Küstengeschütz hätte ich tatsächlich noch auf die Armee schießen können. Das habe ich völlig ignoriert, das Küstengeschütz. Tja. Die Zerstörer schießen wieder. Die bringen allerdings bei Küstenbombardierungen nicht so viel. Okay. Eine Flak jetzt irgendwie in Frankreich, das wäre nochmal, oder eine zusätzliche Flak, das wäre nochmal eine schöne Geschichte. In Italien werden ja jetzt auf jeden Fall auch entsprechende Flaks frei. Ja, Riga sollte aber halten. Mhm. Okay. Dann wird wohl der Panzer, ja, er zieht auch gleich hinterher. Komm, zieh dich bitte zurück, liebes Chor. Du musst da nicht stehen bleiben. Och nein. Och, und ein Panzer. Ein zweiter Panzer kommt hinterher. Der war im Fog of War verborgen, ja. Wow, ist gefährlich, was die KI hier nochmal macht. Und dieses Chor kann sich leider nicht zurückziehen. Und die KI zieht natürlich gleich die Frontlinie wieder länger. Ja, doch, das ist gut. Dann nimmt der Gegner hohen eigenen Schaden hin. Das Korps darf sich auch gerne zurückziehen. Tut es auch, sehr schön. Ja, unsere neu gebildete vorderste Linie wurde soeben angegriffen. Jetzt geht es aber schon wieder hoch in den Norden. Hm? Ja, da stehen wir solide. Hm? Hm, ein Eisenbahnzug. Ja. Ah.
Wow, das war heftig auf Seiten der Alliierten. Und weitere Fallis landen in Rouen, ja. Und vielleicht schießen sie jetzt noch eine erneute Lücke frei. Amphibische Transporter setzen erstmal mit ihrem Schuss nach. Ist unglaublich, was die Sowjets hier an Truppen aufbieten vor unserer Frontlinie. Ich vermute mal, dass sie gar nicht mehr mit ihren ganzen MPP wissen, wohin sie damit sollen und wo rein investiert werden soll. Gut, die letzten Bewegungen werden durchgeführt. Die Heeresgruppe Mitte sieht, Mitte, nein, nein, Nord heißt sie. Die Heeresgruppe Nord sieht nicht mehr so toll aus, ja. Es gibt Nachschubmangel. Auch die Armee hat Nachschubmangel, sehr schön. Und die Versorgung wird berechnet. Gut. Ja. Wir decken nochmal gegnerische Einheiten auf. Und sind damit ja am Ende dieser Partie angekommen. Wenn wir jetzt nochmal auf den roten Knopf drücken, dürfte die Partie dann auch zu Ende sein. Und wir werden uns dann mal die gesamte Karte und die Situation auch in der allerletzten Folge, die dann zusammen mit einigen Statistiken kommen wird, ansehen. Wir drücken hier mal auf den roten Knopf, Zug beenden. Okay. Gibt nochmal ein Event. Überfallangriffe. Einkommen für uns 852 MPP und 69 für Italien. Und das Ganze endet als Patt. Ja, die Partie ist damit wirklich auch durch. Ich hatte die Hoffnung, dass wir nach der Einnahme von Rom hier noch mit einem Minor Victory rausgehen, aber ein Patt geht völlig okay. Das passt soweit. Ja, damit ist diese Staffel dann auch zu Ende. Wie gesagt, es gibt die letzte Folge nochmal. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.